Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Es geht weiter mit dem Motor A16 XER bzw. Z16 XER von dem Opel, der gequalmt hat. Das ist nicht der Motor, das ist der neue Motor, der da reinkommt. Und leider ist er in einem nicht sehr guten Zustand, denn ziemlich viel Ölverkorkung ist oben im Zylinderkopf zu sehen. Und deswegen wollten wir auch die Ventilschaftdichtungen neu machen. Hier in dem Video wird es aber darum gehen, dass wir die Zylinderkopfdichtung neu machen. Weil es ist jetzt wirklich nur noch die Zylinderkopfschrauben, die abgeschraubt werden müssen, um das Ganze einmal rauszuholen. Und wir einmal in den Motor reingucken können, ob wir da was sehen werden. Und uns einfach ja, die Kopfdichtung im Prinzip neu machen können. Kopfdichtung und die Schrauben. Und ich denke mal, wir werden jetzt nicht ein separates Video machen. Oder doch, wir werden bestimmt ein separates, kurzes Video machen. Wir werden zeigen, wie man eine Ventilschaftdichtung neu macht. Und wir haben bis jetzt auch nur ein Video gemacht, wie man die Ventilschaftdichtung, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Ventilschaftdichtungen dabei war oder einfach nur Zylinderkopfdichtung in dem Video, und zwar der Polo 9N. Da haben wir schon mal so eine Motorinstandsetzung gemacht. Natürlich, wenn ihr die Kopfdichtung wechseln wollt und, der Motor bei euch verbaut ist, natürlich muss man da mehr ausbauen. Ansaugbrücke, Abgaskrümmer, die ganzen Schläuche drumherum und natürlich Zahnriemen abstecken. Das Video werden wir gleich mit einblenden. Aber im Prinzip Zylinderkopfdichtung, wir haben hier unsere eigenen Markierungen gemacht, werden das Ganze rausnehmen und werden dann ein separates Video machen, kurzes separates Video für die Ventilschaftdichtungen und die Ventile einschleifen, bei dem Motor speziell. Ist aber im Prinzip bei jedem Motor gleich, grob. Ja. Ich würde sagen, ich nehme euch mit, wir holen den Kopf raus und machen die Kopfdichtung neu. Ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. Für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben, und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30. 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Dann nehmen wir einen E12 Torx und schrauben die Zylinderkopfschrauben ab. So, und am besten immer schön überkreuz. Dann sollten wir jetzt den Kopf eigentlich abbekommen, ohne Probleme. So, da ist er ja ab. Da ist auch alles ab. Und können hier in den Motor reingucken. Und wie wir sehen, sehen wir eine alte Dichtung, wo ziemlich viel Verkorkung schon dran ist.
schon eine gute Idee. Den Kopf einmal zu öffnen. So, alles einmal so ein bisschen grob sauber gemacht. Kreuzschliff ist auch da. Also so scheiße sieht der gar nicht aus. Also Kopfdichtung, ja, ist klar. Wir gucken uns die Ventile gleich an. Ein Ventil hat eine Verfärbung. Das müsste auf dem gewesen sein. Und hier ist auch ziemlich viel Ablagerung. Aber sonst... Vielleicht mit beschissenen Kerzen gefahren. Wir machen das hier gleich einmal sauber, um zu gucken, nicht, dass irgendwo Risse sind. Wir haben hier die Ventilschaftdichtungen gewechselt. Wir haben die Simmerringe gewechselt. Wir haben die Ventile eingeschliffen. Und Zahnriemen werden wir natürlich auch machen. Und wir haben den AVT eingestellt. Wir haben jetzt alles sauber und wollen jetzt die Zylinderkopfdichtung neu machen. Natürlich, wenn ihr das Ganze irgendwie machen wollt, ist der Motor bei euch bestimmt nicht eingebaut, er ist bei euch im Auto drin. Da kriegt man den Kopf auch einzeln raus und hier, ich nehme euch einfach mal mit. Die Newtonmeter stehen sowieso auf dem Zettel drauf, der hier mit geliefert wird. Da steht da alles mit drauf. Wir haben alles sauber, wir haben alles entfettet, wir haben alles durchgepustet und wir haben die neuen Schrauben. Kauflinks, alles unten in der Videobeschreibung. Wichtig ist es, neue Schrauben mitnehmen. So, und alles Weitere werden wir jetzt im Video sehen. Neue Schrauben, weil es sind den Schrauben. Und die sollte man neu machen. Die ölen wir gleich und dann geht's auch los. Wichtig, 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 wichtig. Gewinde. Da, wo die Schrauben reingeschraubt werden, da sammelt sich ab und zu Kühlwasser, Öl. Wichtig, wichtig, sehr gründlich auspusten, damit, die Schrauben sind nicht durchgehend und es kann passieren, dass bei euch der Motorblock platzt, wenn ihr das Ganze festzieht. Deswegen, ich würde sagen, los geht's. Also, wir haben das Ganze wieder auf OT eingestellt. Ja. Warum müssen wir das auf OT einstellen? Weil die Ventile im Zylinderkopf natürlich auch rausgucken und wenn die nicht richtig eingestellt sind und das nicht und die Kolben nicht richtig eingestellt sind, können wir jetzt schon Ventil auf Kolben drücken, was nicht sehr gut ist. Und ja, das Ganze sauber gemacht, das Ganze entfettet und die Gewindebohrungen für die Schrauben ausgepustet, damit das richtig schön sauber ist. Ja, dann machen wir die neue Dichtung drauf. Bei der Zylinderkopfdichtung natürlich auch drauf achten. Hier steht es extra nochmal drauf. Oben, beziehungsweise top. Wenn man den Fokus macht. Ich hoffe, das sieht man. Da steht oben, beziehungsweise top. Top bedeutet oben. Und dann das Ganze einmal drauf machen. Könnten wir den vertauschen? Ne, geht nicht. So, das Ganze hier einmal drauf und dann kann der Kopf schon drauf.
So, die Zylinderkopfschrauben bekommen erste Stufe 25 Newtonmeter, anschließend 90 Grad, dann nochmal 90 Grad, dann nochmal 90 Grad und dann 45 Grad. Also 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stufen. Da. Und wichtig, die Reihenfolge ist 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Und so die ganze Zeit. Dann legen wir mal los. 25 Newtonmeter. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10. So, jetzt 90 Grad. Ich hoffe, der Bock rutscht mir hier nicht runter. Ja, Leute, Zylinderkopf ist drauf, Zylinderkopf ist festgeschraubt. Wichtig, 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 Gewinde natürlich vernünftig sauber machen. Mit richtigen Newtonmeter das Ganze festziehen, nach der richtigen Reihenfolge das Ganze festziehen, weil es sind Dehnschrauben. Und bitte verurteilt mich nicht zu heftig. Ja, ich muss mir das Ding noch zulegen, womit man exakt hundertprozentig genau den Winkel anziehen kann. Aber bis jetzt immer so festgezogen und das hat auch ganz gut geklappt. Bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Aber ja, Kaufling von Drehmomentschlüssel und Winkelmesseinheit oder wie die heißt, um den richtigen Winkel zu drehen, festzuziehen. Kaufling, alles unten in der Videobeschreibung, muss ich mir selber noch zulegen. Mache ich auch zum nächsten Video. Und ansonsten, ja, wichtig, jetzt die Zahnriemengeschichte machen wir jetzt dran. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon gewonnen. Achso, die Ölwanne machen wir noch ab. Das wird aber jetzt hier nicht in diesem Video passieren. Ich glaube auch in gar keinem Video. Wir werden jetzt den Zahnriemenwechsel-Video zu Ende aufnehmen. Kupplung drauf. Ansonsten ist der Motor bis auf die Kolbenringe grob general überholt, würde ich sagen. Und ja, dann die Anbauteile dran. Auspuffdichtung, Abgaskrümmerdichtung. Das wird noch neu gemacht als Video, alles andere ist relativ uninteressant. Und dann wird der Motor eingebaut und dann geht's los mit der Thematik. Sämtliche Spülungen, Additive,
verbauen, testen und gucken, ob wir die Kompression verbessern können, weil Ventilschaftdichtungen sind neu, Ventile sind eingeschliffen, Kopfdichtung ist neu. Die wirklich besten Voraussetzungen, um jetzt solche Tests zu machen. Ölwanne werden wir auch noch abmachen. Der Motor war echt nicht in einem sehr guten Zustand. Das ist ja der gebrauchte, neue Motor, der in den Opel reinkommt. Und der andere wartet, den werden wir zerlegen, weil der hat ja extrem gequalmt. Und wir werden nach der Ursache noch suchen, was da los ist oder uns angucken. Ja, deswegen, wir bauen jetzt weiter zusammen. Zahnriemenwechsel-Video folgt in einem anderen Video. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Alle Fragen zum Thema Zylinderkopfdichtung, Zylinderköpfe, alles unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!